Gestern stieß ich im Rahmen meiner täglichen Internetrecherchen auf den Kommentar eines langjährigen Musikerkollegen. Ein Kommentar, der in seiner naiven Klarheit doch so beispielhaft für die Dummheit des deutschen Volkes ist, dass ich euch diesen geistigen Erguss eines verirrten Systemlings nicht vorenthalten möchte. Mir geht es materiell gesehen gut. Ich hab genug zu essen, ein Dach überm Kopf und Zeit für meine Interessen. So wie mir geht es vielen. Deshalb gönne ich es Politikern, wenn sie mehr Geld und Macht haben als ich. Denn sie sind vielleicht Sklave ihres Terminkalenders, arbeiten viele Stunden, müssen rund um die Uhr erreichbar sein, sich darüber hinaus von jedem Idioten hier im Netz anmaulen lassen und als Spitzenpolitiker sogar um ihr Leben fürchten. Nie und nimmer würde ich mit ihnen tauschen wollen. Frage mich sogar, warum sie sich das antun. Was wäre, wenn wir sie nicht hätten? Wir müssten uns um viele Dinge selbst kümmern. Würden diejenigen, die hier immer nur meckern, wohl ihren Arsch in Bewegung setzen? Ja, Sigi. Schön, dass es dir gut geht. Du genug zu essen, ein Dach überm Kopf und vor allem Zeit für deine Interessen hast. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?